eindrucksvoll, liebe Schwestern und Brüder, wir könnten auch sagen notwendig, diese Szene des Gerichtes, die uns gleich am Beginn der ersten Fastenwoche vor Augen geführt wird. Wozu das? Wir kennen doch die Werke der Barmherzigkeit. Ist es dann damit getan, dass wir sie neu einüben? Das sollen wir auch das ganze Jahr tun. Warum also dann die besondere Betonung jetzt in dieser Zeit? Wir vereinfachen, wie so oft, das Evangelium sehr, wenn wir es einfach darauf reduzieren. Zunächst versammelt hier Jesus die Goyim, also nicht seine Brüder und Schwestern zum Gericht. Die stehen hinter ihm. Er versammelt die Heidenvölker vor sich und urteilt sie ab. Und das Maß des Urteils ist, ob sie Barmherzigkeit geübt haben, wie es viermal hier in diesem Evangelium aufgezählt wird. Und das Maß ist, wie sie mit den Christen umgegangen sind. Was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Aber auch damit ist das Evangelium natürlich nicht zu Ende, sondern es beginnt erst. Denn wenn schon die Heiden nach diesem Maß geurteilt werden, wenn es für sie entscheidend ist, über Wohl oder Wehe, und zwar endgültiges Wohl oder Wehe, wie sehr dann für uns? Wenn eure Gerechtigkeit nicht viel größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, wie viel dann muss sie größer sein im Vergleich zu den Heiden, die das Evangelium gar nicht kennen, sondern die Gerechten hier, die von sich heraus, wir könnten sagen aus einer ganz gesunden Humanität heraus, aus einem gesunden Menschenempfinden heraus anderen helfen und damit am Ende gerettet werden. Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Das ist die Überschrift auch über dieses Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Tag. In dieser Spur müssen wir es lesen. Und in dieser Spur gilt es, alle Übungen dieser besonderen Zeit zu verstehen. Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Was sollen wir in den Blick nehmen? Es ist ja oft so, dass wir uns dann verhaken in diesem kleinen Klein und sagen, ach ja gut, jetzt habe ich neulich erst was in die Kleidertonne geworfen, dann brauche ich vielleicht jetzt mit den Fremden, das lassen wir dann mal, aber jetzt ist wieder gut für 4 Wochen. Haben wir irgendwie 2 alte Schlafanzüge aussortiert, da sind die in Bolivien sicher froh drum. So retten wir uns ja immer über die Hürden. Und denken dann am Ende, so ein paar Pluspunkte müssten doch eigentlich herauskommen. Liebe Schwestern und Brüder, die Heiligkeit Gottes ist der Zielpunkt und, da helfen uns die Texte heute sehr, die Entscheidung des Gerichtes. Die Väter der Wüste haben darum gewusst, wenn sie uns ein wenig begleiten in dieser Zeit, dafür 2 Beispiele. Es begaben sich einige Brüder in der Wüste zu einem großen Alten und sagte zu ihm, wie hältst du das hier aus? Wie hältst du hier stand? Und wie erträgst du all diese Mühe aber? Und das sagte der Alte, die ganze Zeit meiner Mühe, die ich hier verrichte, ist noch nicht ein Tag der ewigen Bestrafung. Ein Alter wurde gefragt, warum bin ich missmutig? Also diese Arcadia, diese allgemeine Lustlosigkeit, die um sich greift, ist alles egal. Warum bin ich missmutig, wenn ich in meiner Zelle sitze? Wir können doch sagen, warum bin ich missmutig, jetzt in dieser Fastenzeit bestimmte Übungen zu tun? Und er antwortete, weil du immer noch nicht gesehen hast, wie die erhoffte Ruhe, das letzte Ziel, weder die erhoffte Ruhe hast du gesehen, noch die kommende Strafe. Wenn du dies genau gesehen hast, und selbst wenn man deine Zelle mit Würmern gefüllt hätte, dass du bis zum Hals in ihnen versunken wärst, dann hältst du es aus.
und wirst nicht mehr missmutig sein.